Auf dem Testserver zu WoW Patch 5.3 können wir Szenarien spielen und wir haben uns gedacht, wir schauen uns mal eines an, nämlich das mit dem klangvollen Namen Blutroter Schnee. Das ist eines der Szenarien, das mit der Hochkönig-Questreihe zu tun hat, rund um Varian. Und schauen wir mal, was passiert. Sandalari bis hierher verfolgt. Ach, der Schimmergrat. Ich kenne ihn gut. Die Frostmähnentrolle hausen auf diesem schneebedeckten Berg. Ich will mir gar nicht vorstellen, was für niederträchtige Pläne die Zandalari mit ihnen haben. Wir haben viele Gebirgsjäger an diesen Sturm verloren und an die Trolle, die sich darin verbergen. Dieses Wetter ist unnatürlich. Ja, ich schicke meine Männer nur ungern in diesen Sturm. Das stinkt nach einem Hinterhalt. Meine Champions werden sich darum kümmern. Sie werden die Lage sondieren und möglichst viele retten. Wenn sie diesen Sturm beruhigen können, führe ich die Schmiedewache selbst auf den Gipfel. Es ist gut, euch hier zu haben, Moira. Ihr habt meinen Dank. Ganz recht. Mit Hilfe eurer Champions werden die Dunkeleisenzwerge den Zandalari in Dunmoroch ein Ende bereiten. Wir werden unsere Loyalität gegenüber dem Rat, Eisenschmiede und der Allianz beweisen. Hier, heute und mit unserem Blut. Gehabt euch wohl, Königin Regentin. Wir sehen uns hinterher, König von Sturmwind. Ja, starker Tobak, würde ich sagen. Ja, ist das Allianz-Szenario, aber natürlich auch für Horde spielbar. Die fraktionsspezifischen Szenarien können ja jetzt alle spielen, auch die in 5.3. Hier geht es eben darum, dass Eisenschmiede von Sandalari-Trollen bedroht ist und der König hingeht und sagt, na, wer hilft mir denn mal oder wer von euch zieht denn hier mal los zum Rat? Und ausgerechnet Moira zieht los, weil die anderen Vertreter des Rates sagen, nee, wir können keine Truppen aus der Stadt rausziehen, weil dann übernehmen ja die Dunkeleisenzwerge hier alles. Und Moira sagt, ihr habt ja keine Ahnung, was seid ihr denn für Weicheier, dann machen wir das jetzt eben. Um zu zeigen, dass die Dunkeleisenzwerge vielleicht, vermutlich, eventuell gar nicht so hinterhältig sind, wie alle vermuten. Und letztendlich machen aber natürlich die Spieler die Drecksarbeit. Ja, natürlich. Die großmundig angekündigten Champions, das seid natürlich ihr. Und ihr seht schon, wenn ihr das dann anfangt mit den ersten Stealthy-Zwergen, seht ihr hier in der Mitte des Bildschirms die Fähigkeit. Damit könnt ihr, wenn ihr euch außerhalb des Kampfes befindet, einen Gegner anvisieren. Der nimmt dann ein bisschen Schaden, nicht wahnsinnig viel, aber hilft natürlich immer alles. Ja, im normalen Schwierigkeitsgrad, zumindest in der aktuellen PTR-Fassung, ist das ehrlich gesagt ziemlich witzlos. Wenn alle drei tatsächlich den gleichen anvisieren, dann könnte es, glaube ich, genug Schaden machen, dass er umfällt. Aber nicht ganz, wie man hier sieht, fallen die auch so schnell genug um in der heroischen Fassung. Vielleicht noch ein bisschen sinnvoller, die haben wir noch nicht gespielt. So spielt man sich da aber durch, befreit hier vereinzelte Trollspäher, der zum Beispiel einem Spieß aufgehangen war. Eigentlich sehr lustig. Ja. Hatte eigentlich auch keine Lust, ihn runterzuholen, aber dann wäre das Szenario nicht weitergegangen. Dann wäre es knuspriger Zwerg. Da im Hintergrund sieht man auch schon so eine grüne Tasche. Das Symbol ist irgendwie seltsam, aber das ist in dem Szenario eben die Heilfähigkeit, wenn man da in der Nähe steht. Ja, das sind diese Medizinkästchen-Taschen, die man vielleicht kennt, wenn man im Schimmergrat schon mal unterwegs war. Sahen die auch so aus? Ja. Kann sein. Muss ich mal wieder questen. Trollenkästchen sehen immer so aus. Jedenfalls spielerisch ein relativ geradliniges Szenario. Ein paar Zwerge befreien, die dann alle so ein paar schmissige Sprüche auf Lager haben, auch ganz schön vertont sind, auch in der deutschen Fassung. Die Trollversammlung hier, die umgeht man erstmal. Wenn man sie sieht, kann man sich denken, warum. Es sind dann doch ein bisschen viele. Da stürmt man dann ganz am Schluss rein und hat dann auch tatsächlich ein bisschen Zwergenunterstützung. Erstmal geht es hier aber noch weiter, um überhaupt rauszufinden, was die Sandalari da überhaupt vorhaben. Jetzt noch die zweite Gruppe, da sieht man vor dem Kampf, hat man eben die Möglichkeit, sich da jemanden rauszupicken. Am besten ein bisschen absprechen, wenn da jeder auf den anderen schießt, dann macht das so gar keinen Sinn. Weil der Wir haben grandios den Sinn verfehlt. Schaden eines Schusses wirklich vernachlässigbar ist, aber wie gesagt, im normalen Modus, im normalen Schwierigkeitsgrad auch so relativ problemlos machbar. Wo ich gerade darauf hinweisen wollte, das Heilkästchen, man hat es vielleicht gesehen, heilt alle Mitglieder der Gruppe, nicht nur eins. Ja, alle Umstehenden aber. Also wenn einer vorstimmt und alleine reinläuft, dann haben die anderen auch nicht besonders viel davon. Ein paar Camps haben wir jetzt übersprungen, weil wie gesagt, spielerisch nicht so der Knaller. Ist nicht furchtbar viel Abwechslung drin.
Das ist jetzt kurz vor dem Ende, wo man hier noch ein Gefecht bestreiten muss mit einem Miniboss. Denn zu dem Zeitpunkt hat man schon herausgefunden, dass die Sandalari-Trolle hier ein Elementar herbeibeschwören. Mhm. Und das will natürlich niemand. Ja, deswegen schneit es auch. Dementsprechend könnt ihr jetzt schon mal vermuten, um was für ein Elementar es sich handelt. Es dürfte Feuer. Feuer. Weil ja, das schmilzt ja den Schnee und dann wird es nass. Ich würde Erde sagen. Achso. Na gut. Zu den Szenarien grundsätzlich, die sind alle durch eine kleine Geschichte verknüpft, die von Lawwalker Cho erzählt wird. Ja. Also es gibt tatsächlich eine Vorgabe, in der man die geschichtlich spielt, wobei derzeit auf dem Testserver kann man die natürlich auch in der Reihenfolge spielen, wie man möchte. Da ist Blutroter Schnee tatsächlich auch das Erste. Das läuft dann so, dass man im Schrein der Fraktion eine Quest bekommt, die einen zu Lawwalker, Lehrensucher überhaupt, Cho schickt. Dann gibt es auch so eine kleine Sequenz, kennt man ja von diesen Lore-Schriftrollen auch. Und danach dann eben die Quest, das Szenario zu machen. Wenn man das fertig hat, wird dann das nochmal kurz zusammengefasst und das nächste Szenario eingeläutet. Also so sind die Szenarien aus 5.3 miteinander verbunden. Ja, wieder mit einer kleinen Geschichtenerzählergeschichte, ist ganz putzig. Da hatten wir gerade den Frost-Elementar, überraschend. Ich glaube, der war Feuer und hat sich nur verkleidet. Die ja, Mechanik war, glaube ich, relativ klar zu sehen. Man will nicht an einem Fleck stehen, ansonsten wird man hin wieder mal hochteleportiert, erkennt man durch einen Grafikeffekt. Und hin und wieder mal wird ein Spieler in einen Eisblock eingefroren, ein Spielercharakter, und dann prügelt man den da eben raus. Ja, und hier geht's der großen Trollversammlung an den Kragen. Die Moira ist mit ihren Zwergen jetzt dort reingestürmt und zaubert was, ja, wie nichts Gutes, wie man sieht im Hintergrund. Ich habe allerdings nicht ganz verstanden, was der Sinn ihres Zaubers ist, aber nun gut. Das heißt, ihr nehmt euch nacheinander entweder die kleineren Gegner erstmal vor, bis die aus dem Weg geräumt sind, oder ihr konzentriert euch gleich auf den Boss hier. Und da sieht man, der ruft diese hübschen Zonen am Boden hervor, in denen möchte man nicht drin stehen. Ist ja hinlänglich bekannt. Viele seiner Fähigkeiten sind auch zum Unterbrechen. Ich glaube, Totems werden noch herbeigerufen, oder irre ich mich da gerade? Die kommen auch wieder, ja. Ja. Die will man natürlich auch kaputt machen. Ansonsten aber auch das im normalen Modus. Abgesehen davon, dass er sich heilt, was, glaube ich, auch mit den Totems zusammenhängt, relativ einfach. Ja. Es hilft, glaube ich. Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen zu sehr auf ihn am Anfang konzentriert. Es macht, glaube ich, Sinn, zuerst mal die anderen Trolle mit auszuschalten, weil dann auch mehr von den Zwergen auf dem Boss mithelfen. Die sind dann, haben doch relativ spürbaren Effekt. Die sind gar nicht so schwach auf der Brust. Ah, ich sehe gerade, du wirst ständig geheilt. Ich vermute, Moira zaubert Gruppenheilung. Clever, hä? Huh? Ja, ist doch auch dieser Priester-Effekt. Sieht das bei Priestern nicht genauso aus? Moira ist nämlich Priesterin. Ja, finde ich super. Sehr sympathisch. Und so geht dann der Endkampf zu Ende. Wie gesagt, hier sieht man schon, geht dann deutlich schneller mit seinen Lebenspunkten nach unten, sobald die anderen Trolle da weg sind. Und am Ende könnt ihr natürlich noch eine nette Zwischensequenz erwarten oder ein Gespräch zwischen Moira und Varian. Und das dürft ihr euch jetzt noch anhören. Niemals vergehe. Ich habe kein Ziel. Gut gekämpft. Wie ich sehe, sind die Dunkeleisenzwerge so mächtig wie eh und je. Das sind sie, König Varian. Und sie werden der Allianz beistehen. Das höre ich gern. Die Bronzebärte und Wildhämmer werden es bereuen, nicht an eurem Ruhm teilhaben zu können. Sie sollten lieber dafür dankbar sein, dass ihnen hier ein Tod erspart geblieben ist. Wir wollten beschützen und so Eindruck hinterlassen. Nun, dieses Ziel habt ihr erreicht. Kommt, lasst uns nach Eisenschmiede zurückkehren und dem Rat euren Sieg verkünden.